in Puchheim. Hier pocht das Herz von Amway. Hier ist die Deutschlandzentrale und die Amway Academy. Und mein Name ist Nina Ruge. Ich möchte gerne ganz genau erklärt haben, wie es funktioniert, das Amway-Geschäftsmodell, und was es bedeutet, Vertriebspartner zu sein, also selbstständiger Kleinunternehmer. Was brauche ich dazu? Den Chef natürlich und einen Spezialisten für Direktmarketing. Bitte schön. So, und ich darf Ihnen jetzt den Spezialisten für Direktmarketing vorstellen. Er leitet das Institut für Marketing an der Universität in Münster und heißt Professor Dr. Manfred Kraft. Toll, dass Sie da sind. Hallo, Frau Ruge. Also, wenn man sich selbstständig machen will, dazu gehört mit Sicherheit ein Schuss Leidenschaft. Wie steht denn das so mit der Leidenschaftlichkeit in Richtung Unternehmertum in Deutschland? Eigentlich ist unser Land ja dadurch gewachsen. Wenn man die Historie anschaut, Bosch, Benz, Siemens, ist unser Land dadurch stabil und groß geworden. Aber wenn man in die Gegenwart schaut, stellen wir schon fest, dass dieser Gründergeist so ein bisschen nachgelassen hat. Gerade in Krisenzeiten aber kommt dann wieder doch etwas mehr Bewegung in das Ganze. In den letzten Jahren haben wir das beobachtet, dass doch mehr Menschen wieder wagen, Unternehmer zu werden. Und das ist gut, denn es ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit für viele, zum Beispiel den Erst- oder Wiedereinstieg in das Berufsleben zu finden, wo ich übrigens gerade auch dann die Stärke des Direktvertriebs sehe. Und wenn Sie in die Zukunft schauen, was denken Sie, wird da noch ein bisschen mehr Gründergeist durch die Bundesrepublik wehen? Also ich glaube, dass jetzt in der näheren Zukunft da kein großer Wandel sich einstellen wird. Ich glaube, wir sind in einer stabilen wirtschaftlichen Situation. Und insofern im internationalen Vergleich ist Deutschland da eher in einem moderaten Bereich, wenn es um Gründergeist geht. Ich finde, da muss ich grundsätzlich fragen, welche Rolle spielt denn Gründergeist, Unternehmertum für die Wirtschaft in Deutschland? Wir brauchen Entrepreneure und Gründer, die durch ihren Unternehmergeist, durch ihre Kreativität und ihre Risikobereitschaft Vorbilder für andere sind. Und wenn man dann bedenkt, dass im Prinzip durch Innovation noch immer wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden, dann wissen wir, wo sozusagen Wohlstand herkommt. Und da müssen wir echt was für tun, dass mehr Leute Unternehmer werden. Absolut. Wie erleben Sie das bei Ihren Studenten? Sind das Typen, die sagen, ich will Unternehmer werden? Einige wenige. Also ich würde vielleicht sagen, wenn es 5% sind der Studenten, die diesen Geist, diesen Spirit haben, dann ist es schon viel, aber die fallen dann auch auf. Zum Beispiel die Gründer von Alando oder Zalando heute von Jamba, die hatte ich als Studenten gehabt, da konnten sie schon den Tigerblick sehen, den die hatten. Die hatten einfach den richtigen Geist gehabt. Ja, und ich meine, wie geht's denen heute? Die sind sowas von erfolgreich. Schwarze Zahlen schreiben sie noch nicht, aber Geld haben sie ohne Ende. Genau. Kommen wir zum Direktvertrieb. Wie groß ist denn der Umsatz in etwa in Deutschland? Ja, das ist eigentlich schwer zu sagen. Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Ich habe natürlich da mich schlau gemacht und wir gehen davon aus, dass etwa 10 bis 15 Milliarden pro Jahr an Umsatzvolumen erzielt wird mit rund 400.000 bis 600.000 Menschen, die im Direktvertrieb in Deutschland tätig sind. Also es ist ein nachhaltiger Teil unserer Wirtschaftskraft, der im Direktvertrieb erzielt wird. Und die Bedeutung dieser Branche für die Gesamtwirtschaft? Ja, durch die ständigen Umsatzzuwächse, die wir beobachten, kann man sagen, das ist sehr robust, sehr stabil und die Bedeutung nimmt noch weiter zu. Sehr robust, sehr stabil. Nagt nicht der Onlinehandel ganz unmittelbar am Umsatz des Direktvertriebs? Jein, also natürlich macht sich der Onlinehandel bemerkbar, aber es ist schon erstaunlich, obwohl das Internetgeschäft boomt, bleiben ja diese Zuwächse im Direktvertrieb recht stabil. Und das sehe ich mal als ein Indiz dafür, dass der Direktvertrieb doch etwas leistet, was offensichtlich der Onlinehandel nicht leisten kann. Was leistet der Direktvertrieb, was der Onlinehandel nicht leisten kann? Eine gute Frage. Es ist sicherlich diese soziale Komponente, denn die können Sie nicht darstellen. Der Onlinehandel ist digital, ist sozusagen nicht persönlich, nicht menschlich. Und das ist eine Komponente, die wir brauchen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen im Prinzip Interaktion und Austausch. Und das ist eigentlich die Stärke, die der Direktvertrieb erbringt. Diese persönliche, kompetente Betreuung, das menschliche Miteinander ist etwas, was der Onlinehandel eben nicht darstellt. Wir werden bald Tankstellen haben, wo keine Menschen mehr sind. Wir haben Banken, wo keine Menschen mehr sind. Wird Social Selling noch eine größere Bedeutung bekommen in Zukunft? Ja, Social Selling bedeutet ja letztendlich, dass genau dieser Austausch, dieses Miteinander gepflegt wird, so nebenbei, neben dem Verkaufen.
Und das ist eigentlich die Kernkompetenz, die der Direktvertrieb hat. Und ich glaube auch, dass dort Direktvertrieb eine Lücke füllt. Also diese Lücke, die Sie beschreiben, die ja gelassen wird, weil wir ein unmenschlicheres wirtschaftliches Geschehen haben, wird gefüllt durch diese persönliche Komponente im Direktvertrieb. Manche sprechen ja sogar von einer Renaissance des Direktvertriebs. Kann man das so formulieren? Im gewissen Sinne schon. Also wie gesagt, es bleibt ja eine Lücke, es tut sich da etwas auf, was eben nicht geleistet werden kann durch die zunehmenden Geschäfte, die halt in den neuen Medien halt abgewickelt werden, dort aber eben nichts Menschliches geleistet werden kann, ist der Bedarf da und den, wie gesagt, kann Direktvertrieb füllen. Wir haben immer wieder mal Krisen, wirtschaftliche Krisen. Was hat da eigentlich die Vergangenheit gezeigt? Wie reagiert der Kunde? Zieht der sich auch besonders aus dem Social Selling, also aus dem Kaufen durch Direktvertrieb zurück? Das kann ich so nicht teilen. Also ich habe das nicht festgestellt. Wir haben uns ja natürlich genau diese Zeit angeschaut. Ich denke da insbesondere an 2008, 2009, als wir eine wirtschaftliche Krise hatten. Und wir stellen fest, dass dort sehr robuste Umsätze halt im Bereich Social Selling geleistet wurden. Sprich, die Konsumenten haben zwar sich eingeschränkt, aber in anderen Bereichen, zum Beispiel in dem, was wir eher so als Luxusgüter bezeichnen oder eben zum Beispiel den Freizeitbereich ein wenig eingeschränkt. Offensichtlich wird eben halt so etwas wie hochwertige Kosmetik, hochwertige Produkte im Ernährungsbereich über den Direktvertrieb auch dann weitergekauft. Kundenbindung scheint ja eine Riesenrolle zu spielen. Wie wichtig ist Kundenbindung? Klar, fürs Unternehmen ist das sowieso sexy, um es mal locker zu sagen. Aber auch wenn wir Direktvertriebspartner sehen, welche Rolle spielt da Kundenbindung und wie definiert die sich? Also Kundenbindung kann man ja recht einfach beschreiben. Es ist einmal, dass ein Kunde sich sozusagen dem Unternehmen und den Unternehmensprodukten verpflichtet fühlt, loyal ist. Letztendlich also nicht nur einmal, sondern eben häufig und immer wieder kauft, weitere Produkte auch gerne erwirbt und sogar so weit geht, dass man Enthusiast wird und gerne einmal das Unternehmen und die Produkte weiterempfiehlt. Und dann merkt man schon, aha, das sind genau die Bestandteile, die man sehr gerne im Direktvertrieb natürlich auch beobachtet, nämlich, dass die eigenen Kunden mehr oder weniger zu den Botschaftern werden für die Produkte und dann haben sie sozusagen Rückenwind im Verkauf. Und Kundenbindung dürfte dann auch mit ein Grund dafür sein, dass in Krisenzeiten eventuell eben doch bei dem Produkt geblieben wird und woanders gespart wird. Genau, denn was der Mitarbeiter oder der Unternehmer, der eben halt Produkte im Direktvertrieb verkauft, leistet, ist ja im Prinzip genau das. Er ist ja nicht an einem einmaligen Abschluss interessiert, sondern an stabilen, loyalen Kundenbeziehungen. Und die sozusagen sichern dann auch in schwierigeren Zeiten das Geschäft. Direktvertrieb gibt es ja in der ganzen Welt. Beobachten Sie aus der Wissenschaftsbrille heraus Unterschiede, kulturelle Unterschiede weltweit? Also ich kann jetzt nicht weltweit eine Aussage tätigen, arbeite aber mit einer Kollegin aus Chicago zusammen und wir führen genau diese Vergleiche zwischen Nordamerika und Zentraleuropa durch. Und dort stellen wir zwei ganz wesentliche Aspekte fest. Einmal, wenn man an das Verkaufen an den Endkunden denkt, dass dort Privathaushalte bei uns doch zögerlicher sind, die Tür zu öffnen. Denn das ist eben halt ein sehr intimer Bereich. Da haben sicherlich dann die Direktvertriebsorganisationen auch einen gewissen Kampf zu führen. Positiv ist aber, dass Konsumenten sich hier in Deutschland doch länger binden, also langfristiger orientiert sind. Und das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiter, die im Direktvertrieb tätig sind oder für die Unternehmer dort. Auch die haben in Zentraleuropa eine langfristigere Orientierung als in Nordamerika. Und wenn Sie zum Beispiel vom Türöffnen sprechen, gibt es auch neue, moderne, innovative Ideen für Direktmarketing? Was weiß ich, dass man sich im Café trifft oder dass man auch ganz andere Wege und auch Social-Punkte findet? Ja. Sicherlich. Das sind Beobachtungen, die man jetzt ja schon machen kann, dass da auch sehr innovativ probiert wird. Es gibt eben halt eventorientierte Anlässe, die man versucht auch zu nutzen. Ich nehme mal jetzt ein aktuelles Beispiel, Oktoberfest. Das findet ja nicht nur in München, sondern natürlich auch regional statt. Das sind dann Momente, wo viele unterwegs sind. Man könnte dann im Prinzip dieses als Aufhänger nutzen, um dann verwandte Produkte, die mit diesem Thema sich in irgendeiner Form verbinden lassen, halt geschickt auch an die Frau und an den Mann zu bringen.
Was ich auch sehe, ist einmal im Bereich der Produkte, dass darüber nachgedacht wird, auch zum Beispiel Produkte für Männer verstärkt im Direktvertrieb anzubieten. Überwiegend im Moment sind ja doch die Produkte eher an Frauen gerichtet. Und das Zweite, was ich auch beobachte, es tun sich ja neue Marktsegmente auf, beispielsweise Ausländerhaushalte, die eine Weile lang vernachlässigt wurden, oder aber ganz aktuell auch Zuwanderer. Und dort haben sie aber nicht nur neue Konsumenten möglicherweise, sondern natürlich auch neue Partner in der Distribution. Was sehen Sie überhaupt für Entwicklungschancen für den Direktvertrieb in Deutschland für die Zukunft? Ich glaube, dass der Direktvertrieb zunehmend auch das leisten kann, was ich schon eingangs erwähnt habe, nämlich dass Direktvertrieb eine Chance bietet für viele, die vielleicht Schwierigkeiten haben, den Einstieg in das Berufsleben wieder zu finden. Und dort sehe ich eben halt über diese Kombination überhaupt eine Chance zu finden und zweitens sogar auch unternehmerisch aktiv zu werden, auch eine Bereicherung für diese Menschen, die ein erfülltes Leben führen können und sich halt mit ihren Produkten, mit ihrer Tätigkeit sozusagen auch sozial einbringen. Und wie schätzen Sie die Kundenbindung und die wichtigen Parameter für die Qualität eines Direktvertrieblers oder beziehungsweise eines solchen Netzwerkvertreibers ein, wenn Sie an Amway denken? Ich denke, steht und fällt mit der Qualität der Produkte. Sind die überzeugend? Sind sie überlegen? Dann hat es der Partner im Vertrieb leicht, diese Produkte zu verkaufen. Wenn sie dagegen sozusagen sehr vergleichbar und austauschbar sind, dann wird es natürlich schwer. Dann kann ich nur noch durch die persönliche, durch die Beziehungskomponente halt punkten. Aber so wie ich das einschätze aus meiner Beobachtung, sind die Produkte offensichtlich sehr, sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Kraft. Sehr gerne.